Man kann jetzt aktuell wirklich sehr, sehr schwer vorhersagen, was denn jetzt als nächstes kommt. Die Gewitter bzw. Unwetter mit der Kaltfront jetzt am Mittwoch sind so gut wie sicher, aber danach, da wird dann jetzt seit mehreren Läufen bei dem GFS-Hauptlauf dann doch große Hitze, zumindest in der übernächsten Woche gerechnet. Da werden auch teilweise 35 Grad und mehr berechnet. Also da kommt doch was sehr, sehr Spannendes auf uns zu. Da schauen wir jetzt in diesem kurzen Update mal ein bisschen genauer drauf und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier bei Justins Wetter zu diesem Kurzupdate. Wir legen los und ich würde mich freuen, wenn ihr mir Fotos, Bilder, Videos zuschicken würdet. Das könnt ihr gerne an justinswetter@gmail.com machen. Außerdem auf Facebook, Instagram und auch auf Discord geht das sehr, sehr gut. Alles habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir schauen uns das jetzt gerade mal an und da haben wir dann hier dann vor allem im Osten am Mittwoch diese sehr, sehr warmen Temperaturen und vom Westen würde dann schon langsam diese Kaltfront aufkommen mit den deutlich kühleren Temperaturen. Hier im Osten hätten wir noch teilweise um und über 30 Grad. Richtung Westen wäre es schon kühler mit teilweise 18 bis 22 Grad. Also hier würden die Temperaturen da noch deutlich runtergehen und die Cape-Werte werden dann auch vor allem hier im Osten erhöht. Also hier herrscht dann doch eine erhöhte Gewitter- bzw. Unwettergefahr. Aber im genaueren Detail schauen wir uns das in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen genauer an. Zum Beispiel am morgigen Montag in der morgendlichen Wettervorhersage. Das Wetter dazu würde sich so gestalten, dass wir dann vor allem hier in der Osthälfte dann doch kräftige Schauer und Gewitter mit teilweise Unwetterpotenzial bekommen werden. Aber am Donnerstag würde dann schon wieder Beruhigung reinkehren und zum kommenden Wochenende könnte es wirklich wieder sehr, sehr heiß werden. Vor allem ab dem kommenden Sonntag würden aus Südwesten extreme Luftmassen nach Deutschland kommen mit Werten, die dann doch an die 30 Grad an die 25 Grad in 1500 Metern Höhe rangehen würden und das sähe dann so aus, dann hätten wir hier vor allem über Mitteleuropa bis in den Süden dann doch teilweise diese extremen Werte in 1500 Metern Höhe von teilweise an die 25 Grad und das würde dann so aussehen, dass dann am Sonntag vor allem aus Südwesten diese extremen Luftmassen nach Deutschland reinkommen würden. In der Südhälfte wäre es schon extrem heiß, bei uns sonst in Deutschland zwischen 15 und 20 Grad in 1500 Metern Höhe, aber diese große Hitze, die würde dann erst aus Südwesten kommen und am Sonntag würden wir dann schon verbreitet Temperaturen von an die 30 Grad, teilweise auch schon von über 30 Grad bekommen, Richtung Nord- und Ostsee ein bisschen kühler. Und dann würde es wirklich so richtig, richtig hitzig werden zum Montag mit Temperaturen im Südwesten in 1500 Metern Höhe, die hier berechnet werden, von 26 Grad. Und solche Karten sieht man doch wirklich sehr, sehr selten. In den Alpen teilweise sogar an die 30 Grad in 1500 Metern Höhe. Also das wäre dann schon sehr, sehr extrem, wenn das dann wirklich so kommen würde. Also einmal von Nord nach Süd diese wirklich extreme Hitze, die uns da erwarten würde. Das ist jetzt schon seit mehreren Läufen drin. Also es wird immer sicherer, dass das jetzt so kommen wird, nur die Intensität dieser Hitze, die ist noch relativ unklar. Das schauen wir uns jetzt in den nächsten Videos noch ein bisschen genauer an. Und die Temperaturen in 2 Metern Höhe doch vergleichsweise extrem mit teilweise zwischen 33 und 38 Grad. Und das verbreitet bei uns in Deutschland. Also jeder Ort würde auf jeden Fall über 30 Grad bekommen, vielleicht nur die Nordsee nicht. Aber sonst eigentlich jeder Ort in Deutschland würde dann Temperaturen von über 30 bekommen. Auch die Mittelgebirge, zum Beispiel Schwäbische Alb, Eifel, Erzgebirge und das Sauerland. Schauen wir uns dazu die Cape-Werte an und da ist immer noch eine mögliche Deckelung mit im Spiel. Also im Westen und Südwesten wäre dann doch ein Deckel drauf. Es können sich keine Schauer und Gewitter bzw. Unwetter bilden. Und das sieht man hier sehr, sehr gut. In den Niederlanden, dort könnten sich dann kräftige Gewitter bilden, aber sonst bei uns im West- und Südwestdeutschland hätten wir, wie gesagt, den Deckel, da könnte keine Konvektion entstehen und da können sich keine Gewitter bzw. Unwetter bilden und das würde eventuell auch noch bis in den Dienstag reinhalten, aber am Dienstagmorgen würde dann eine Kaltfront aus Westen nach Deutschland reinkommen und würde dann heftige Gewitter bzw. Unwetter mit Starkregen, Hagel, Sturmböen bringen. Und im Osten davor noch teilweise 38 bis 40 Grad, die hier berechnet werden. Ich kann ja nochmal rausgehen, vor allem Richtung Polen und Tschechien auch teilweise bis zu 35, teilweise auch 41 Grad, die hier berechnet werden. Also das wären dann doch extreme Werte und die Cape-Werte auch vor der Kaltfront nochmal sehr, sehr hoch. Und hier gäbe es dann auch die Konvektion. Hier würden dann Gewitter bzw. Unwetter mit Starkregen, Hageln und auch Sturmböen entstehen.
Aber das ist noch relativ unsicher, müssen wir noch abwarten. Jetzt nehme ich noch mal eine Karte mit rein, die hatte ich schon lange nicht mehr drin oder die hatten wir, glaube ich, sogar noch gar nicht. Das sind die Meteogramme. Ich habe jetzt mal den Südwesten genommen, am Oberrhein oder am Rheingraben. Und da sehen wir hier dann doch teilweise, wie die 30 Grad immer wieder antendiert wird. Teilweise auch noch 37 Grad, dieses GFS-Modell in diesem Meteogramm hier im Südwesten. Nee, in Rostock berechnet, teilweise wie gesagt 35 Grad sind auch mit dabei und im Südwesten, im Rheingraben, das gerade war Rostock und jetzt im Rheingraben wären wir noch höher bei den Temperaturen, teilweise an die 37 Grad werden hier antendiert mit sehr, sehr wenig Niederschlägen, immer wieder eine unterschiedliche Windrichtung mit dabei, also da kommt doch Spannung auf. Das war's mit diesem kurzen Update, sollte nur noch ein kurzer Überblick sein zur Hitze und zu den Unwettern, zumindest zu den Unwettern jetzt am Mittwoch und dann noch zu der Hitze, die danach kommen könnte. Also wir sehen uns dann morgen früh wieder in der morgendlichen Wettervorhersage. Liken, abonnieren nicht vergessen, werdet gerne Kanalmitglied, um mich zu unterstützen. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns dann morgen früh wieder.